Ja. Der muss So. frisch Saft da drüber, weil. Genau. Sonst die Mobform angeht. passt schon, alles gut. Check. Hoffe ich. Noch. So, dann müssen wir das mal so hier machen. Mal ein bisschen einzeln hier rein. Mal gucken, wie groß die Geschichte wird. Oh, jetzt habe ich die reingelegt. Ah, da kommen ja auch extrem viele Eisenäxte raus, ne? Wo raus? Aus dem autonomen Aktivator, beziehungsweise aus dem Beutelchen. Eisenäxte? Ja. Eisenaxt. Effizienz 2. Habe ich nicht so. In Erinnerung. Ne, ich habe da, wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich auch nicht mehr davor geguckt, bevor ich das umgebaut habe. Das war damals, wo ich es gebaut habe, ja. Aber jetzt, keine Ahnung. Ich hab Hunger, ich muss was essen. Ich kann nicht denken, wenn ich Hunger habe. Außerdem muss irgendwann mal die Doppelkiste alle werden. Läuft schon oder was? Jetzt bin ich auf 60 Oktade Ja, läuft. schon. Läuft schon dein Maschinen? Negativ. Stimmt, das hörst du nachher. Wieso sollte ich das hören? Was hast du vor? Ja, weil die erste Zeit ganz schön Remi-Demi machen wird. Über ich Bin doch bin. ganz weit weg von dir. Ja, aber du bist doch hier auch Rückkopplung und so ein Scheiß. Du hörst doch immer, wenn ich klasse. Hörst du das? Oh nein! Ja, ich höre es aktuell. Aber nur wenn du gerade redest. Nö. Ich glaube, das wird teurer. Was genau? Diese Kondensatorenbänke, die 5 Millionen heißen ja Kondensatorbank. Die 25 Millionen heißen dynamische Kondensatorbank. Und diese verbinden sich nicht miteinander. Finde ich jetzt gerade äußerst ungünstig. Hätte ich vielleicht mal testen sollen vorher. Die verbinden sich gar nicht miteinander. Nee. Läuft. Also, die würden sich wahrscheinlich, ich kann die wahrscheinlich verbinden mit, von wegen, ja, du bist der Input, du bist der Output. Aber nicht im Sinne von, wir bilden jetzt eine Batterie und ich sage dir, du hast 1,5 Milliarden RF Speicherkapazität oder so. Weißt du? Und für die Schaltung, die hier dranhängt, ist es halt schon von Vorteil, wenn das alles als eine Batterie zählt. Würde ich jetzt mal behaupten. Was mache ich schon mit den ganzen Tränken? Das sind ja hier. Ja. Da kommen ja ein paar Dutzend zusammen. Ja, ich habe es am Anfang halt rausgefiltert. Um sie mir halt quasi alle anzugucken. Also eins zu scannen. Und danach, ja, Müll halt. Ja, ich. Vor allen Dingen alle. Das sind ja, keine Ahnung, wie viele 100.000 verschiedene dabei. Ach nö. Ja, ich muss jetzt erstmal hier. Oh mein Gott. Ich sehe schon hier gleich ganz viele Items, die spawnen.
Chaos. Ja, weil die jetzt alle hier gerade rumploppen, sich alle mal wieder nicht verbinden. Ich will mal schnell meinen Rucksack wieder aufsetzen. Ja, sich alle gerade nicht verbinden, dann muss ich die jetzt erstmal alle irgendwie einsammeln. Ja gut, dann fuck ich jetzt erstmal alle durch. Ja. Dann lutsche ich jetzt alle Tränke ins MS-System. Und dann sichere ich die aus und scan die. Hörst du das eigentlich, dass bei mir Bild klimpert? Ist das nervig? Nur wenn du redest. Soll ich da bitte länger reden? Kannst du gerne tun. So, das ist alles schon dynamischer. Mein Vakuum trifft aber nicht mehr. Ja, ist noch am Anfang normal. Ah, die Musik geht gerade mal an. Alter. Ja, bitte. Der Batterie wird ja gerade gesagt, dass die quasi leer ist. Deswegen hat die Schaltung hier gerade meinen Big Reactor gezündet, nehme ich an. Und daraufhin hat er ja seinen internen Speicher gefüllt. Und als ich jetzt gerade an den Tesseract, durch den er den Strom herschickt, die erste Batterie angemacht habe, hatte ich einen Input von 200.000 RF. Okay, denke ich. Ich muss ihn erstmal hier leer lutschen lassen. Trank der Schnelligkeit. Ah, die Maschinen wären mega geil, wenn man nicht den absolut overpowerten Dings hätten. Zaubertisch. Mit dem Aktivator. Ja, allgemein die ganzen Tränke und Zauberbücher und sowas. Das wäre halt alles übelst cool, wenn man es halt gebrauchen könnte zum Zaubern. Ich weiß halt nicht, wenn das jetzt eine Weile läuft, ob das dann anfängt mit Ruckeln, weil es sind schon ein paar. Das wird ja dann nicht mehr so viel. Der Anfang ist jetzt das Schlimmste. Weil am Naja, Anfang aber halt jetzt der erstmal. Vakuumtrichter kommt halt nicht hinterher. Das wird dann halt alles rumliegen. Mit alles rumliegen, nämlich alles rumliegen. Mal vor allem angeschmissen hier, frisch den Server zum Kotzen bringen. Kreidiger weg. Ja, in letzter Zeit genug gelitten. Ein bisschen, ja. Ich denke schon, nur noch uns hat er in letzter Zeit. Hat sich denn eigentlich schon was Neues ergeben mit der Witterbox? Nein. Ja, die Testphase war ja nicht so pralle. Also. Witterbox? Wegen meiner jetzt, oder was? Quasi. Das lief ja eigentlich. Ja, aber so langsam. Ach, das Wither-Töten an sich. Also ich habe an der Witherbox, wenn du das jetzt wissen willst, in der Zeit, wo wir nicht aufgenommen haben, nichts mehr gemacht. Falls das jetzt Okay. deine Frage ist. So, warte, ich lade jetzt gerade die Batterie. Ich muss ja Kondensator bauen. Die muss weg. Dafür muss hier schon mal eine dynamische hin. Dann muss die schnellstmöglich nach da oben hin komplettiert werden. Die natürlich nicht. Die. Ist immer doof hier, alles auseinanderzunehmen, wenn du damit das ME-System abschältst. Kommt doch gut. Oh, mein Stecker ziehen. Ja, wenn du im ME-System das ganze Material zum Craften hast, ist halt ungünstig.
um die neuen Batterien zu craften, in seinem E-System muss, in seinem E-System sich aber ausschaltet. So. Sieht doch schon mal wieder. Schon losgelutscht. So. Input 0. Das ist immer nicht so ein gutes Zeichen. Vielleicht nicht das Beste. Kann aber gerade nicht anders, weil noch nicht angeschlossen. Jetzt. Jetzt läuft's wieder. So. Jetzt haben wir jetzt schon 2,4 Milliarden. Kurzglas. Kurzglas. Jetzt habe ich Bluetooth. aber bestimmt das Problem, dass der mir die dynamischen, genau. Ah, der baut mir jetzt die oktatischen, hat mir damit aber die dynamische Legierung kaputt gemacht. Genau aus dem Grund hatte ich das eigentlich vorbereitet. Hätte Fahrradkette. Drei muss ich noch umbauen. Danach könnte ich welche direkt bauen. Könnte ich ein Rezept erstellen? Könnte die automatisieren? Hier dran machen. Ja, hier hinten darf man sich jetzt nicht kümmern. Das ist normal, dass es jetzt hier immer so abzappelt. Wegen dem permanenten Craft von Blöcken. Erstellt. Das dauern. Was könnte dauern? Hier steht gerade mein autonomen Aktivator. Schneller geht es, dann nehme ich das Zeug ein und werfe es von Hand in Item-Buffer, was dann in die ME-Leitung geht. Ja, da trischt das bitte langsam. Mein ME-System hat gerade einen Input von 28.000, also meine Batterie hat gerade einen Input von 28.000 F. Bedeutet, Reaktor läuft. 28,7 macht er jetzt bei 0,2 Millibucket Verbrauch. Ich glaube, die andere Ausbaustufe, die ich jetzt davor hatte, die ist, glaube ich, 300 Grad wärmer geworden. Also ich habe jetzt noch nicht alle Batterien ganz umgebaut und bin bei 2,425 Milliarden RF. Was hat's ausgerechnet? 3,6. Ich glaube ja. Aber jetzt wird es ja eh ganz anders. Vor allem hatte ich anscheinend wirklich viel weniger Batterien da hinten drin, wie ich dachte.
gefischt. Toll. Redstone, Gold, Glowstone. Geh dann schnell, Endermann. Immer zuerst hier. Ich brauch den. Ich muss hier gerade mal wieder selber was craften und muss erst mal überlegen, wie das alles ging. Ich brauche energetische Legierung. Hat er wieder automatisch angefangen? Ja, genau. Jol. Jol. Ah, mein Baum ist glaube ich gut. Da hinten eine zweite Node. Da ist das Silber nicht. Die Nodes stecken ja schon viel, aber ich glaube nicht. Eine steht ja im Stabilisator und die andere ist Baum. Ja. Lux, Ignis und Victum. Die neue. So. Das hätte doch einige reicht. Ja. Condenn wollte ich. Condenn was? Kondensatoren. Ich wollte Doppelschicht-Kondensatoren jetzt selber bauen. Aber anscheinend stelle ich gerade die Legierung her. Und so wie ich die herstelle, nutzt die mein ME-System für seine eigenen dunklen Zwecke. Das. Energetische Legierung. Ich glaube, die klaut mir gleich. Energetische Legierung. Schweinehunde. Anscheinend. Was hast du? Zombie muss ich da fangen. Ich bin Idiot. So, was willst du denn machen? Na hier, Killer Joe. Gedöns. Ach, Killer Joe. Glow, Red, Red. Noch 71.000 Redstone, das ist eine Menge. Irgendwo geistert jetzt ein Enderman, bin mir durch die Bude. Hast du ihn freigelassen oder was? Jetzt nicht mehr. Wie freigelassen? Mit Rechtsklick. Hast du den im Ball gefangen oder was? Nö, nee, in der Seelenampulle. Wieso lässt du den dann frei? Na, weil ich einen Zombie brauch. Achso. Nö, Seelenampulle war zu teuer oder was? So, jetzt habe ich alle aus dem System raus. Den 20 Millionen Nerven. Jetzt sollte ich rein theoretisch
voll high life hier. In voller Produktion von der Mob-Farm. Zombies fangen. Geil. Hm. Sollte ich jetzt hier 10 bestellen? Hm? Der macht die alle. Achso, das wollte ich auch abbrechen. Wir brauchen das Ganze mal. Gehen schon mal hier rüber. Ist ja jetzt nicht so tragisch, wenn wir die Batterie jetzt nicht erstmal nicht fertig kriegen. Nur hier müssen wir sie noch anschließen. Dass er einen dauerhaften Input hat. Das ist ganz wichtig. Weil sonst. Geiler Scheiß. 32.000 Input. Was wäre dein Reaktor? Ne, aktuell hat meine Batterie insgesamt einen Input von 35.800 RF. Mit beiden Reaktoren. Also Big Reaktor und mein Thermaler. Aber habe auch aktuell einen Output von 3.500 RF. Ja, kann man. Unser Rezept scheint zu funktionieren, weil ich habe schon wieder 3 Saturnbänke. Was ist der? Meine Kiste ist leer. Oh mein Gott. Was ist da nur schief gegangen? Voll ungewohnt hier zu kommen und eine leere Kiste zu sehen. Die drakonische? Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Die kennst du ja eigentlich die letzten Wochen wahrscheinlich nur voll. Quasi. Ich wollte Zimmermann. Zimmermann. Ja, 1000 ist übertrieben. 500. 500 schräge Zimmermannsblöcke ist okay. Ich hab auch schon mal ein bisschen vor. Für? Wir wollen ja da so einen Tauben. Ach du. Scheiße. Tauben? Ja, wir wollen da so ein Taubengebäude bauen. Ich hab hier gerade einen Fehler gemacht. Ich hab ja gedacht, ich hab irgendwie alle Batterien jetzt schon umgebaut. Hab voll vergessen, dass ich da alle meinen Rucksack drin habe. Jetzt habe ich noch ein paar Kondensatorenbänke übrig. Das ist quasi ein bisschen viel gebaut, oder was? Nee, ich habe ja noch bei weitem noch nicht alle gebaut, aber habe halt jetzt eigentlich schon wieder umgeswitcht und habe sie jetzt direkt bauen lassen. Die Kondensatorenbänke, die 25 Millionen RF und nicht die 5er upgraden. Also muss ich ja quasi so dann so. Ach nee, es waren ja noch keine optatischen. Jetzt sind es optatische 13 Stück. Kann ich schon mal 13 Batterien umbauen? Noch nicht. Ah, das ist das nächste Metall, alle. Ich wäre verrückt. Das muss ich halt mal zwischen den Folgen machen. Da muss ich zwischen den Folgen mal umbauen. Sorry. Was denn? Ich habe gerade ein paar Waggons ins Stück gegeben. Hab ich gar nicht gesehen. Ach doch, Vakuumhopper. Ah. Ja. So kommt raus. Ich muss unbedingt den Solargenerator hier oben wegbauen. Das ist richtig krass nervig. Haben wir denn unsere Taubeninsel eigentlich schon gezeigt?
Dazu mal waren wir Also die Insel haben wir gezeigt, aber wir haben noch nicht. auf der Insel, Den Baustart haben wir noch nicht gezeigt, ne? nee. Jetzt hab ich wieder abbrechen gedrückt, Fuchs. Egal. Ich brauche. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Kondensatorenbänke. Ich das manchmal aufregt, wenn du vergessen hast, drauf zu klicken oder Enter zu drücken. Und sich erstmal ärgert. Lässt brauche. Ich habe Leitungen vergessen. Sag mir das noch. Hansi? Ja. Vergiss die eine Leitung nicht, die du noch machen wolltest. Ah, danke für den Tipp. Jo, bitte. Kein Problem. Ich dachte mir noch, Mensch, der hat doch gesagt, denk nur an die Leitung. Da dachte ich mir, jetzt so komm. Sagst du das mal noch mit der Leitung? So bin ich. Kenn ich nix. Kann man ja froh sein. Eigentlich zu viele Reiseanker. Wieso denn? Weil ich, wenn ich aus dem richtigen Winkel gucke, einfach nur noch Reiseanker sehe. Das oben ist. Irgendwie nichts mehr anderes bei rauskommt. Jo, ich wollte ja noch was bauen. Und zwar Fertigungseinheit. So eine 64K-Fertigungseinheit. Und die können wir dann hier unten. Hier sehen wir ja gerade, was gebaut wird. Die haben ja den großen und die kleinen PCs. Da habe ich mir gedacht, vielleicht mal hier so einen kleinen PC. Mal von oben aufkloppen. PC. War ein Fertigungsprozessoreinheit. Die kann ich eigentlich alle entwerfen. 16K. Das da rauskloppen und dafür die rein. Da hat er 16K und 64K. Das sollte. Er geht deswegen schneller. Aber er kann deswegen mehr Aufträge bearbeiten. Hat er quasi jetzt 70, 80K. Der hier hat, glaube ich, 159. Und der hat halt 16. Sollten jetzt quasi größere Aufträge auch in dem anderen gehen. Und da wäre ich halt von den 64K irgendwann mal noch mehr bauen. Und dann müssen wir noch größere Rechnereinheiten bauen. Kann man die erstmal da reinlegen? Oh, die letzten Schwachstellen beseitigen, die wir letztens festgestellt haben. An der Killermaschine. Jo, ich habe meine noch gar nicht umgebaut. Ich hatte heute noch mal überlegt. Aber meine Killermaschine. Habe ich noch gar nicht weitergebaut.